Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Watch Dogs 2 Part 16. Ich bin ein Volleyboy. Habt ihr die Einblendung vorher gesehen? Wir sind trollt worden. Und zwar, wir sind ja zurück aus dem wunderschönen Silicon Valley, wo wir benudelt, die Kerndaten und all das Zeug besorgt haben und wo wir den Horatio aus einer sehr misslichen Lage befreit haben. Und jetzt muss ich sagen, ist es so, dass irgendwie so etwas läuft hier, Die Polizei ist zunehmend besorgt wegen der wo ich noch nicht so Gewalttaten der ganz weiß, wie das Tesca. rauskommt. Diese stand mit mehreren Morden in East Bay in Verbindung, Aber die ich lang und denke mir, sterben wir werden selbst für das jetzt Gangs von extremer rausfinden. Brutalität gekennzeichnet waren. Der Polizeichef warnte, dass City OS und das SFPD das organisierte Verbrechen mit allen legalen Mitteln gnadenlos bekämpfen werden. Wir stecken die Katzen ins Tierheim. Josh versucht, den Codeschlüssel zu knacken. Oh, sei still! Verdammt! Ah. Okay, also heißt das Krieg für uns? Wir lassen uns doch von diesen Trollen nicht in die Scheiße ziehen. Dedzek wird nicht klein beigeben. Und dann? Aber was bringt uns ein Krieg mit denen? Das knackt die Scheißsperre nicht. Es ändert rein gar nichts. Sie sind drin! Ach, scheiß drauf! Hey, hört mal her! Primate darf uns nicht aus der Bahn werfen. Wir müssen das clever angehen. Okay. Primate verkauft Zero-Day-Exploits an jeden, der Geld hat. Verdammte Regierungen, Bloom, Noodle, selbst beschissene Terroristen. Die Sons of Ragnarok. Was? Mann, ja, die Sons of Ragnarok. Die verkaufen sich doch an die Sons of Ragnarok, oder? Finden wir also so viel wie möglich über ihre Leute und ihre Operationen raus. Wir werden nicht klein beigeben, für niemanden. Hey, Josh, Mann, was ist denn los? Jetzt ist Krieg. Weg. Ich setze die Nachricht in die Backchannels. Diese Typen haben mit Sicherheit Feinde, die Infos für uns haben. Okay, verpassen wir ihnen ein Fisting. Arbeitet weiter an Kiki. Ich werde mich mal mit Lenny unterhalten. Weißt du, wo sie ist? Sie hängt gern in diesem Club im Castro ab. Ich weiß, wo das ist. Okay, das muss irgendwie unsere Konkurrenz sein. Genau. Und das müsste irgendwie der Anführer von denen sein. Primate, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns gerade dort, hä? Und? Wie viele Schoßhündchen versuchen gerade alles, um meine aufbruchssichere Sperre aufzubrechen? Ehre, wem Ehre gebührt. Also, soll ich ganz freundlich fragen? Du könntest mir den Schlüssel auch einfach geben und ich bin weg. Was? Das ist Ransomware, Motherfucker. Was willst du dann dafür? Ah, ihr sollt einfach nur eins von euren albernen Videos machen. Ist das alles? Klar. Erstmal. Und haben Angst, dass wir uns verpflichten. Ich weiß nicht. Ich bin süchtig. Ich war total besoffen. Und? Was will sie? Dass wir ein Video posten, in dem wir uns dissen. Das kommt gar nicht in Frage. Die sollen ihre Nachricht bekommen, aber wir reiten sie richtig in die Scheiße. Also, Primate lädt für Ragnarok Malware in Bankautomaten. Geldautomaten, Leute. Das läuft über ihren Lieblingstreffpunkt. Rhonda Steiner. Ich schick Ghoulie, der soll sich das mal ansehen. Triff dich mit ihm, wenn du dort bist. Yo, Ghoulie. Was geht, Retro? Die Ragnar-Jungs haben Primate für Automaten-Hacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkarten-Skimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber dass Primate Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Ach, das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Primate eine Kopie.
Weder der Benutzer noch die Bank kriegen das irgendwie mit. Ah, aber wir? Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Prime 8 sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Halt dich besser zurück, Uli. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihnen die Operation. Zerstöre die manipulierten Geldautomaten. Okay, Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Wie ich will. Okay. Also eine Idee, die ich habe, wäre einfach mal hier aufmachen. Die sind ja noch gesperrt. Das müsste dann hier sein. Zeug einrichte. Die sind wie der Shit zu meiner Oma. Die Typen haben schon ohne. Machen sie ja irgendwas richtig. Weiß nicht, ob die uns irgendwie nachher sehen, wenn wir das aktivieren. Ich kann es nicht sagen. Ich muss es riskieren. Okay, das hat geklappt. Mal schnell schauen. Ja. Die Türen werden offen. Gut. Fangen wir mal an. Den da unten. Versuchen mal lautlos auszuschalten. Ja, nein, die haben schon bereits das schon gesehen. Mal schauen, wie der Hund auch irgendwie betäuben kann. Nein, das ist eindeutig, wir können nichts machen. Dann würde ich meinen, dann gehen wir jetzt auf die Ulti. Ja. Ich finde es eigentlich ein bisschen blöd, muss ich eigentlich gerade sagen. Also, da war leider gar nichts mit lautlos oder so. Hallo Hundeli? Hey. Ganz ruhig, Hundeli. Genau, ich wollte sagen, ich habe mir nämlich noch eine Schrotflinte zugetan und ich sehe gerade, der Kauf hat sich also gelohnt. Das Ding hat feierlich Bums, also
So, es ist nur noch einer. He? Und wo ist der? Dort hinten ist er, ich gesehen. Müssen wir schnell schauen. Kann natürlich sein, dass es noch mehr hat. Okay, das war's schon. He? Jo, also easy. Also ich hätte mir jetzt eigentlich ein bisschen Achtung, da ist noch ein Dings. Aber ist das jetzt noch wichtig, ob man die ausschaltet oder nicht ausschaltet? Ich glaube eh noch nicht. Also, aber ja, riskieren wir es nicht, weil sonst holen sie vielleicht noch mehr Verstärkung und das kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht brauchen. Da oben muss noch irgendwo einer sein. Pam, pam, pam. Und das war's auch schon. Irgendwo muss noch Geld sein. Als würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit aufjubeln. Lenny wird Schwierigkeiten haben, das den Suns zu erklären. Okay, sehr gut. Da vorne ist auch noch irgendetwas drin. Ist jetzt aber nicht so wichtig, würde ich meinen. Also, ja, Mission erfüllt. Sehr brachial. Aber irgendwie auch noch witzig gewesen. Also, ja. Beschissener Hamster! Septischer Müll! Rosa Waranwix-Griffel! Lenny, du solltest dich mal im Callcenter bewerben. Also, wir machen dieses Videoding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Okay, der Lenny, er ist sehr angepisst. Hat ihm nicht so gefallen, natürlich Lenny nicht. Recht. Kiki ist noch gesperrt, Markus. Völlig ich würde jetzt Spielchen. Mal sagen... Wir gehen in die HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Nach unseren Infos hat Palm 8 einen Bunker. Ein Bunker? Aber wir wissen nicht wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, das ist möglich. Super, Zeit Lenny zu besuchen. Keine halben Sachen mehr. Ranch, du bist mein Backup. Ja, mach ich. Genau, aber das machen wir im nächsten Let's Play, Watch Dogs 2, Part 17. Ich bin ein Voldiboy und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, ja, dann würde ich mir wünschen, dass ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage, freue mich auf euch.